Unser nächster Talk ist, gibt uns ein bisschen Rückblick, Einblick in, wir haben den Krieg verloren, We Lost the War, ist der Name eines Talks von Robin Zwang, Frank von vor zehn Jahren, und das ist die geupdatete Version von diesem Talk. In der nächsten Stunde werden wir über die vergangenen und aktuellen Ereignisse hören und auch ein bisschen Voraussicht in die Zukunft sehen. So, großer Applaus für Robin Funk. Ja. Danke, dass ihr hier seid. Lass uns damit beginnen, mit einer schnellen Frage. Wer von euch hat den Talk von vor 10 Jahren gesehen, persönlich oder als Video? Oder wer hat den Text dazu gelesen? Okay, danke. Also vor 10 Jahren haben wir auf dem Kongress hatten wir das Gefühl, dass wir wir mal über den Status der Welt und die Hacker-Community reden. Rob und ich kommen aus verschiedenen Hintergründen. Rob kommt aus den Niederlanden, ich komme aus Ostdeutschland, und wir haben beide unsere Perspektiven auf die Hackerkultur und die Position der Hackerkultur in unserer Welt, und wir haben einfach eine gemeinsame Art und Weise, Dinge und die Welt zu analysieren. Und dieser Talk hat ganz schön viele Leute deprimiert, weil das nur 4 Jahre nach 9/11 war und die Leute waren noch nicht bereit zu akzeptieren, dass die Dinge nicht mehr so gut und schön sein werden in der nahen Zukunft. Und so haben wir die Presse viel dazu zu sagen gehabt. Viel darum hat sich darum gedreht. Das Cover der Datenschleuder ging darum, dass wir die weiße Flagge hissen. Das war nicht wirklich, was wir vorhatten, aber weil wir nur sagen wollten, ja, okay, die Realität sieht nicht so schön aus, aber so rosig, aber wir müssen jetzt nicht deprimiert sein. Und das ist ungefähr, was wir wieder versuchen werden dieses Jahr. Ein Kritiken, die wir zu diesem Talk hatten, war, dass wir den Begriff Sie zu oft benutzt haben, die anderen, und ich wollte es nur ein bisschen klären, wir glauben nicht wirklich an große Verschwörungen. Die Welt ist zu groß dafür. Es gibt keine Weltregierung. Es gibt nicht so, dass die Illuminaten irgendwie als die Gnome von Zürich da sitzen und irgendwas tun. Und es ist aber auch nicht, dass Freiheit und Freizügigkeit keine Gegner hat. Also die Leute, die in Guantanamo sitzen. Also es gibt da auf beiden Seiten Menschen, die nicht in Demokratie und Frieden glauben, und die sind mächtig, und das ist das, was wir mit Sie meinen. Ja, also die andere Kritik, die wir bekommen haben, ist, dass du nicht wirklich von einer Zivilisation sprechen kannst. Und das Ganze ist ein konstanter Kampf, den man gewinnen muss, den man weiter kämpfen muss. Und es gibt einfach diese Diskussion schon länger. Und diese Kritik ist natürlich vollkommen richtig. Und wir haben gesagt, dass es da ganz viele Sachen gibt, die man einfach viel einfacher verhindern kann, als sie wieder im Nachhinein umzukehren. Und Machtstrukturen krampfen, und es ist sehr schwierig, sie zu beseitigen. Und es ist viel einfacher, das Ganze im Vorhinein zu verhindern. Und wir haben eine ganze Reihe von Ereignissen gehabt und Wendungen. Der Drohnenkrieg ist der Kampf der Drohnen, der einfach nonstop geführt wird. Es gibt etwas Fundamentales, das sich geändert hat. Als die USA ein System eingeführt haben von schwarzen Gefängnissen und Orten, wo also Leute einfach eingesperrt werden können für eine unbestimmte Zeit ohne irgendeine Gegenwehr. Und wir haben auch mittlerweile den Tipping Point erreicht, was zum Beispiel im Bereich des Klimawandels angeht. Und die Yes You Can Rede, die Yes You Can Diskurs, dieser Diskurs hat im Prinzip verloren. Das war unsere Idee. Wir haben,
den Krieg verloren, als 9/11 passiert wird. Das Ganze war der, quasi die Abbiegung in ein, in ein positives Utopia zu nehmen. Und das ist nicht die dystopische Utopia, das wir aus den Computerspielen kennen, sondern wir haben, wollten natürlich ein positives Ereignis kämpfen und diesen Kampf haben wir verloren. Also 10 Jahre später und es gibt nur noch ganz wenige Leute, die dem widersprechen würden. Also wenn wir uns dann an die Bemerkungen erinnern, die wir damals getätigt haben, da hatten wir natürlich die Entwicklung der Weltwirtschaftskrise durch den Zusammenbruch der Banken. Und es war wirklich eine ganz knappe Geschichte, das Ganze zu retten. Ein hochkomplexes System, das niemand mehr wirklich versteht. Es war ein wirklich, wir sehen eigentlich eine komische Entwicklung. Komischerweise ist der Ölpreis extrem niedrig. Aber niemand weiß wirklich, woher das kommt. Wenn wir uns also angucken, was mit Demokratien in westlichen Zivilisationen passiert ist. Und wir müssen also auch festhalten, dass Demokratie weite Fortschritte gemacht hat, gesehen haben. Und es gibt also diese Entwicklung, der Sicherheitsstaat, der Überwachungsstaat. Wir sehen ihn in unserem Alltag. Der kommt also immer weiter in den Alltag. Wir müssen mittlerweile schon durch Sicherheitsschleusen gehen, wenn wir auf einen Zug warten, wenn wir in einen Zug einsteigen. Also der Überwachungsstaat macht weite Fortschritte. Was wir damals gesagt haben über Flüchtlinge und die Klimasituation. Und das, also wenn wir uns jetzt die Wetterpattern angucken, dann in Reykjavik in Island gab es also einen Sturm mit über 400 Kilometer pro Stunde. Wir haben keine Winter mehr in Deutschland. Es ist wirklich mittlerweile einfach offensichtlich geworden, dass das Klima große Probleme hat. Und die Flüchtlingskrise ist auch mit verursacht worden durch diesen Klimawandel. Ein weiteres Punkt, über den wir gesprochen haben, waren natürlich die Whistleblowers und wirklich den Bedarf, den wir an Whistleblowern haben. Dieser Talk wird nicht so deprimierend sein wie der in 2005, nicht weil das Thema nicht deprimierender ist, aber weil mehr Menschen daran gewöhnt sind, dass die Welt so ist, wie sie ist. Wir müssen kein Publikum schockieren, dahingehend, dass wir die Welt anders sehen als ihr vielleicht. Und der Talk geht darum, dass so viele schlaue Menschen, also ihr, so produktiv wie möglich sind in einer Welt, die dystopisch, die immer dystopischer wird. Und wenn wir um ein dystopisches Umgebung sprechen, dann müssen wir natürlich über Klimawandel reden. Also was wir sehen, ist nicht so sehr eine direkte globale Erwärmung, also aber eine globale Verwirrung. Das wird immer wirrer alles und die Leben dadurch werden, die von Ackerbau leben, die werden immer mehr bedroht und wir wissen nicht, wie diese Muster sich bewegen werden. Das eine, was wir sehen können, ist, dass die zukünftigen Generationen auf uns zurückblicken werden als die schuldige Partei. Und in den Augen unserer Kinder werden wir und unsere Eltern sein, dass die Leute sein, die den Planeten kaputt gemacht haben, vermutlich jenseits von jeglicher Art Möglichkeit, das zu reparieren. Und eine Sache, die wir euch aufrufen möchte, ist, diese Verantwortung in die Hand zu nehmen. Was wir sehen, ist, der syrische Krieg beginnt einfach nur. Es ist einer der einfachen ersten Kriege, die eine starke Klimakomponente haben. Und wir werden viel mehr Konflikte sehen, die genau daher sind. Ein großer Tag, Teil des arabischen Frühlings, hat eine Komponente, bei denen es um Nahrungsmittelknappheit geht. Und das hat natürlich mit Dürre zu tun. Und da wird es noch mehr geben. Und es wird keine einfache Art und Weise, dieser Realität zu entgehen. Und dieser
Planet ist größtenteils ein Tatort und die Brennstoffindustrie wusste es, dass schon seit den 70er Jahren wussten, muss getötet werden, umgebracht werden. Die muss der große Teil der Kohlenstoffe muss in der Erde bleiben und nicht verbrannt werden. Und diese Technologie, um unsere Energieinfrastruktur zu ändern, Solar ist fast schon profitabel in vielen Orten. Und wir müssen Konflikte bekämpfen, die Komponenten in Komponenten mit Rechtsstreits und Straßenkämpfen, und wir müssen da irgendwie das in die Hand nehmen, wenn wir die fossile Brennstoffindustrie angucken. Das gleiche, was mit der Tabakindustrie ist. Wenn du so lange gewusst hast, dass es nicht passiert ist, und wenn du so lange verhindert hast, dass es entsprechende Antwort auf der Politik gibt, indem du die Beweise verglichen hat, dann bist du verantwortlich. Und wenn da Schaden gibt, dann bist du da schuldig. Und Techno-Optimismus ist auch eine Sache in unserer Kreise. Viele denken, wir haben es den Planeten kaputt gemacht. Vielleicht haben wir bis dahin Raumschiffe. Wir können in andere Welten. Das ist Quatsch. Wir haben keine habitablen Planeten in unserer Reichweite, und es wird auch nicht gehen, für Generationen zu kommen, die da kommen, nicht passieren. An einem schlechten Tag wird es auf der Welt so schlimm sein, am schlimmsten Tag auf der Welt wird es so schlimm sein wie am besten Tag auf dem Mars. Also da ist einfach nichts, und das ist ein positives Bild hier. Der Kern der Hackerkultur ist wirklich, Sachen zu fixen, die kaputt gegangen sind, und dieser Planet ist unser Planet ist also quasi unser Spaceship. Wir sehen also, dass die Hacker-Community oder die Hacking-Community, wo die Hacker-Community wesentlich mehr machen kann, wenn wir uns anschauen, wo die Flüchtlinge herkommen und aus welchen Gründen sie kommen, dann sehen wir, dass es viele Regionen gibt, einfach, in denen es einfach schwierig sein wird zu leben. Gibt es zu viel, zu wenig Wasser. Also der Boden verschlammt. Diese Länder werden massive Probleme bekommen, wie sie ihre Bevölkerung ernähren können, wo es Raum gibt, in dem man überhaupt noch leben kann. Und es gibt also Überlegungen, dass wir ihnen helfen sollten als eine Organisation, die Kapazität hat zu helfen. Und die dystopische Form, die normalerweise Staaten annehmen in solchen Situationen, gucken wir uns zum Beispiel mal ein größeres Flüchtlingscamp an. Das ist einfach ein dystopisches Setup. Wir sehen das immer wieder, wenn Staaten so etwas übernehmen. Da gibt es Checkpoints, sie haben wirklich nur ganz wenig Bewegungsfreiheit. Es gibt gerade mal ein bisschen was zu essen und ein Dach über dem Kopf. Und die ganze Welt ist wirklich die ganze Zeit hier im Notmodus, im Notfallmodus. Und das ist einfach schwierig für als Gesellschaft. Dazu kommt, dass der Westen, dass die westlichen Länder, aber auch China und die anderen BRIC-Staaten drücken die anderen Länder ins Chaos. Wir sehen einfach eine längere Folge von Abläufen in Syrien, wo es unter dem Vorwand, Demokratie einzuführen, man einfach nur Chaos schafft. Niemand will die Verantwortung übernehmen, tatsächlich was an der Infrastruktur zu ändern, und dass die Leute nicht tatsächlich sich in dieser Situation befinden, sondern dass man es verbessern will. Das will keiner übernehmen. Das Ganze auch im Bereich der Menschenrechte und das Managing von Flüchtlingen hat einen direkten Bezug zu den wirtschaftlichen Interessen der Waffenindustrien. Wenn wir uns angucken, die Exporteure sind vor allem westliche Staaten und Russland, und wir verkaufen die an Länder wie Saudi-Arabien, wo die nächsten Konflikte quasi schon vorprogrammiert sind. Wir machen das einfach ohne einen echten Plan, einfach unter dem Vorwand, dass wir da Stabilität vorführen. Und da das Bomben von ganzen Ländern relativ unpopulär geworden ist,
Und das ist einer der Gründe, warum auch natürlich immer Drohnen immer mehr promotet werden von der Industrie, weil man die einfach billig fliegen kann und einfach dafür sorgt, dass die Leute nicht mit den Füßen zuerst im Sarg zu Hause wieder ankommen. Wir können sagen, dass US-Außenpolitik ein Fehler gewesen ist. Oder unsere Politik ein Fehler gewesen ist. Niemand hat es geschafft, die US-Hegemonie wirklich zu stören. So, das kann man auch als einen Sieg für sie ansehen. Natürlich kann man sagen, es gibt viel Chaos, aber ökonomisch gesehen für die Waffenindustrie in den USA, in Großbritannien, aber auch in anderen in Europa war diese Politik relativ erfolgreich und sie hat quasi den alleinigen Machtanspruch nicht gebrochen. Nächste Folie, glaube ich. So, eine Sache, die eine der Werkzeuge der Außenpolitik in dem Westen ist natürlich allumfängliche Überwachung, allgegenwärtige Überwachung. Wir haben 2005 geschrieben, wir müssen das, wie Geheimdienste heutzutage funktionieren. Wir müssen wissen, wie Backdoors funktionieren und wir müssen wissen, wie das auf großer Ebene funktioniert. Und wir haben außerdem geschrieben, dass wir die Infrastruktur brauchen, um Whistleblower, Asyl zu geben und wir müssen ihnen die Möglichkeiten geben, dass wir und wir, dass sie nach vorne kommen können und ihre Sachen rausbringen können und naja, auf jeden Fall ist das ein Erfolg geworden. Und jetzt wissen wir auch viel mehr, wie die Überwachung funktioniert und die Frage ist jetzt, ob das wirklich hilft. Die meisten Leute, die sich die Snowden-Enthüllungen angucken, es ist so ein bisschen, wie sie eine neue Naturkraft entdeckt haben, hätten. Es ist eine ganze Welt, die sie vorher nicht wussten, diese Logik, die ganze Staaten interagieren miteinander, von denen sehr, sehr wenige Leute bisher wussten und viele Leute haben gesagt, naja, die vorher gesagt haben, das ist eine sehr zynische Art und Weise, die Welt zu betrachten, sehen jetzt, so können sich das angucken und sehen und wissen so, okay, das ist wirklich, wie die Welt funktioniert. Aber das Leaking alleine reicht nicht, weil, wie wir sehen können, es gibt mehr viel zu viele systemische Korruption, zu viel Anti-Leaking-Laws. Wir brauchen mehr Transparenzgesetze und es war dieser naive Glaube, dass wenn der Skandal groß genug ist, dass sich das System berichtigen wird. Und wenn wir sehen einen Skandal von der Größe Watergates alle ein, zwei Wochen und nichts passiert. Wir müssen damit klarkommen und wir müssen mit neuen Strategien ankommen. Es ist einer der paranoiden Filme, wenn endlich der eine Protagonist den Präsidenten erst erreicht und dann irgendwie plötzlich rausfindet, so dass er, wenn er ihm von der großen Verschwörung erzählt, dass der Präsident davon überhaupt weiß. Und die Leute waren halt nicht so, oh je, unsere Geheimdienste außer Kontrolle, wir müssen da was tun, sondern die Mächtigen haben gesagt, naja, es gibt hier nichts zu sehen, geht weiter. Und wir müssen mit Strategien ankommen, die damit handeln. Und eine der Sachen, als die NSA damit konfrontiert war, mit der deutschen Regierung konfrontiert war, hat sie gesagt, naja, okay, jetzt wisst ihr es halt. Aber das war halt ungefähr alles. Und was wir haben, ist eine Situation, in der es hilft nicht mehr, dass es nach Transparenz aussehen. Wir haben irgendwie gehofft, dass einer der naiven Hoffnungen, dass die Transparenz alleine, wenn Leute nur wüssten und über die Probleme Bescheid wüssten, das würden sie
aktiv werden und das System verändern. Und das hat sich herausgestellt, dass das ein sehr naiver Glaube war. Und aber das bedeutet nicht, dass Transparenz nicht wichtig ist, sondern es stellt sich raus, dass Transparenz ist so ein bisschen wie grundsätzliche Hygiene. Es ist halt Zähneputzen und Duschen, um der Gesellschaft nicht zu nerven, sondern die Frage ist halt, wie die Machtstrukturen sind und wie die, wenn wir nicht wissen, wer wie was überwacht, dann können wir keine Demokratie haben, die Welt ist so komplex geworden, dass man seine Interessen verstecken kann und wenn man eine Verschwörung hat, wenn der Skandal so komplex geworden ist, dass man es nicht mehr innerhalb von einer Printseite erklären kann, dann wird es schwierig, damit umzugehen. Und das ist halt das Problem, dass man einfach die Skandale so komplex machen kann, dass die Gesellschaft da nicht mehr mit umgehen kann. Und eine Sache, die wir bedenken müssen, ist, dass die wohlmeinenden Menschen in den Regierungen auch Transparenz brauchen, um Sachen eben in der Balance zu halten. Und wir müssen es verstehen, Transparenz hat eben einen anderen Zweck, als wir bisher gedacht haben. Die Frage ist also, wird diese Apathie anhalten? Was wird passieren, wenn die Leute bemerken, dass die Überwachung, trainiert worden sind, diese zu ignorieren, wenn die sie sich in alle Bereiche, dass sie besitzen, auswirkt? Was, wenn das Internet of Things Realität wird und alle Sachen, die wir so besitzen, alle Türen, die wir öffnen und so weiter, wenn die plötzlich überwacht werden, dann wird die Welt ganz schön fies. Wenn man einen Internet of Things Kühlschrank hat, dann will der Kühlschrank dich überwachen und jemandem gesagt haben, was du da rausgenommen hast. Und vielleicht wird es Sachen ändern. Vielleicht wird es Sachen ändern. Und vielleicht gibt es eine kritische Masse, wo die Leute... vielleicht brauchen wir... Also es ist auch eine der Dinge, die Hacker-Community machen könnte, nach der wir gefragt werden. Wir haben die Technologie, um Sachen cloudlos wieder zu machen, und wir werden danach gefragt. Wenn wir uns die Technologie angucken, Gesichtserkennung, inklusiven Gefühlserkennung, Blutflusserkennung und so weiter, das wird sehr billig werden und wir brauchen Gegenmaßnahmen. Das heißt zum Beispiel auch, dass wir Kooperationen eingehen sollten mit Künstlern, die zum Beispiel Klamotten machen und all mit diesem Kram, den wir noch selber produzieren, mit all den Klamotten, die man noch legal tragen darf in der öffentlichen Sphäre. Wir müssen uns angucken, was wir mit dieser zweischneidigen Angelegenheit machen, wie wir damit umgehen. Unsere Mission als die Hacking-Community betrifft das. Wir sind zumindest zum Teil dafür verantwortlich, die Funktion der Gesellschaft zumindest möglichen Wandel erhalten zu können. Also wenn es politische Akteure gibt, die Gesellschaft verändern möchten, müssen wir auch mithelfen, dass es überhaupt noch die technische Möglichkeit gibt und wir nicht eingefroren sind, weil es einfach keine Möglichkeit mehr gibt, weil der Manövrierraum einfach zu klein ist, weil jeder Schritt genutzt werden kann, um jemanden zu erpressen. Jewgeni Morozov hat vor kurzer Zeit geschrieben, dass es quasi so eine Art unsichtbaren Stacheldraht gibt, der um dich herum ist und der aus der Daten besteht, die du einfach zurücklässt, den Datenspuren, die man hinterlässt. Und man realisiert es nicht tatsächlich, bis man irgendwann mal dagegen läuft, bis man dazu mit in Kontakt kommt.
Also diese Frage der Erpressbarkeit und die Frage der Transparenz. Und wir möchten natürlich so viel Privatsphäre haben, als wie möglich. Und wir möchten die Institutionen der Macht also transparent wie Möglichkeiten haben. Und das ist generell gesagt, es ist einfach der Kampf um Freiheit und die Rechte, sich frei zu bewegen, die Freiheit, Sachen zu ändern und auch Dinge besser zu gestalten. Das möchten wir offen halten. Ja, während Sie, die Gegenseite, natürlich versucht, Sachen sicherlich in Geheim zu verhalten. Diese ganzen Sicherheitsdienste, die wissen natürlich, wie das läuft. Die wissen, was erpressbar ist. Interessanterweise gab es immer weniger Fälle von Erpressung. Und das Einzige, was man noch erpressbar kann, ist Steuerhinterziehung, Kinderpornografie. Also komische Hobbys zu haben, ist überhaupt kein Problem mehr. Das ist ein Bild von James Cameron im Bullingdon Club, wie er, Homosexualität ist zum Glück kein Problem mehr, es ist nicht mehr die Möglichkeit, jemanden zu erpressen. Und die Leute, die im Sicherheitsapparat waren und sich die Politiker angucken, um rauszufinden, was sie gegen sie finden können, was also quasi das Kompromat ist, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht tatsächlich, was Politiker wirklich machen. Manchmal erfahren wir, dass sie einige komische Interessen haben, vor allem was halt ihre Genitalien in Bezug auf tote Schweine angeht. Aber interessant, was mich interessanter ist, ist quasi dieser Kreis von Männern, den wir sehen, die das Kompromat teilen, der ist quasi... Sie haben gegenseitige Unterstützung, das ist einfach, wie diese Machtzirkel auch arbeiten. Und man will da reinkommen und es gibt nur sehr beschränkte Ressourcen, um überhaupt herauszufinden, ob Politiker sich in den Händen der Sicherheits- oder quasi in der Tasche der Sicherheitsbehörden befinden. Wenn zum Beispiel ein Politiker einfach den Kurs schnell ändert in Angelegenheiten, die den tiefen Staat interessieren oder den tiefen Staat berühren konnten, dann sehen wir Tendenzen, die wirklich noch zu dieser Erpressung passen. Warum hat Cameron überhaupt diesen Skandal mit dem toten Schwein überstanden? Jeder, der ihn hätte ersetzen können, war Teil des gleichen Machtzirkels. Also sie waren an die gleichen Regeln gebunden. Sie haben also quasi einen Kreis der Unbesiegbarkeit aufgebaut, der um sich herum aufgebaut. Warum sind all diese großen Skandale, diese ganzen Korruptionsskandale, die wir sehen, warum haben wir natürlich, warum kümmert sich niemand darum? Warum ist niemand in den Straßen am Kämpfen, in den Straßen am Reiten und warum gibt es keine Revolution? Ja, und das ist einfach so, wie es die ganze Zeit gewesen ist und wir fragen uns, was wir damit machen können. Wenn wir uns die Psychologie unserer Zeit anschauen, wir leben in Zeiten, in der Gemeinschaft des Adbusters Magazin. Sie haben unsere Zeit beschrieben als ein verdrecktes System, in dem wir leben. Wir haben Mechanismen wir haben Möglichkeiten, also in Diskurs zu gestehen in der Gesellschaft. Und diese Maßnahmen, diese Möglichkeiten werden massiv und systematisch untergraben. Überhaupt die Möglichkeit, klar zu denken, sich klar zu äußern und das zu untergehen, das wird massiv propagiert. Es gibt keine echten Fakten, auf die wir uns berufen können. Also es gibt ganz viele Bewegungen gegen Impfen, gegen Wissenschaft, gegen Climate-Theorien. Und das Ganze beschäftigt sich mit einer gemeinsamen Wahrheit, die wir gemeinsam teilen. Und ja, das gibt halt eben so eine Bewegung, sich zurückzuziehen in etwas, wo wir immer noch drauf laufen können. Und wir brauchen immer noch eine Rationalitätsbewegung, aber wir
brauchen immer noch eine Kultur, wo wir sagen können, wir können uns immer noch über die Meinungen streiten, aber nicht lass uns nicht über Fakten streichen. Und das Amerika ist gibt es ganze Universen von gefälschten Fakten und Realitäten, und wir müssen diese ablehnen. Viel wird Wissenschaft ist sehr eingenommen und die Wirtschaft wird von den großen Banken kontrolliert, und das bedeutet nicht, dass wir die Praxis der Wissenschaft zurückweisen können. Die Fakten sind wichtig, und es ist wichtig zu verstehen, dass wütend oder unglücklich sein für eine längere Zeitpunkt ist eine akzeptierte medizinische Zustand ist. Und wenn man die Welt anschaut und deprimiert wird, kann man zum Doktor, Arzt gehen und da Medikamente für bekommen. Viele Menschen, 5-10% der Bevölkerung sind auf Antidepressiva, und diese Menschen können nicht funktionieren und die können nicht zur Arbeit gehen. Die Frage ist halt, ob wir eine kritische Masse unterdrücken. Wenn es keine anderen Menschen gibt, die nicht mehr zur Arbeit gehen wollen oder Aufruhr machen wollen oder irgendwas anderes, wenn sie nicht zur Arbeit gehen. Wenn wir genug Leute haben, dann wird das für die richtige Entscheidung für Leute, die alleine da draußen sind, auch Antidepressiva sind und zu nehmen. Und also Community haben wir einen großen Pool von nicht-neuronormativen Menschen. Es gibt viele Autisten, Bipolare und so weiter. Es gibt da draußen viele Menschen, die in unserer Community, die nicht Standardnormen sind. Und das bedeutet für uns in der Praxis, dass weil es schon immer die Künstler, die immer schon Verrückten, die nicht-normativen Leute, die die ersten Sachen zuerst gesehen haben, die als erstes über die Sachen gewarnt haben. Und über diese Sachen müssen wir nachdenken. Eine andere Sache, um die wir uns kümmern müssen, ist in unserer Community, ist nur weil du paranoid bist, da heißt es nicht, dass sie nicht hinter dir her sind, ist wahrer denn immer. Wir haben in unserer Mitte eine ganze Menge, gibt eine ganze Menge Menschen, die von der Regierung in der Repression stehen. Wenn wir Occupy in den USA anschauen, die politischen Flüchtlinge aus den USA, aus Ungarn und Polen anschauen, die wirklich von ihren Regierungen unterdrückt werden, dann müssen wir klar damit sein, dass wir, je mehr Krypto wir benutzen, dem besser werden. Je mehr Krypto wir benutzen, desto mehr Informanten wird es auch geben, und wir müssen die unnötig Paranoiden von den richtig zu Recht Paranoiden separieren und da uns das genau anschauen. Informanten sind Machtinstrumente. Wir müssen über die Strukturen angucken, die sie benutzen. Wenn man das große Bild anschaut, dann gibt es drei große Modelle in der Gesellschaft. Das ist die US, Ayn Rand, der ultraindividualistische Überwachungsstaatssystem, das alles, was du für dich tun kannst, ist gut für dich, und der Staat schaut darauf, dass alles, was bleibt, in seinen Grenzen bleibt. Dann gibt es den chinesische harmonische die harmonische Gesellschaft, in der es eben okay ist, wenn man 100.000 Menschen glücklich hält, dann muss man halt 1.000 umbringen, oder ist es dann okay? Und diese ultralistische Machtausnutzung, und dann haben wir das europäische Modell, und da geht es halt mehr um, im europäischen Modell geht es halt mehr um Aufklärung, um Balance, um Individualismus, und kein Modell ist besonders viel besser als das andere, weil alle sind ein bisschen korrupt und alle sind korrumpiert worden. Und wir
können diese Korruption nicht im politischen Prozess stoppen kann, dann gehen diese Modelle aufeinander zu. Und dann macht es auch nicht mehr viel aus, ob du im chinesischen oder im amerikanischen Überwachungsstaat bist. Vielleicht kann man bessere Pornografie im einen gucken als im anderen, aber das macht halt dann auch nicht mehr viel Unterschied. Und wenn wir diese Korruption nicht aus dem System kriegen, egal in welchem System wir leben, dann werden die Probleme nicht weggehen. Und wir sollten verstehen, dass die allumfängliche Überwachung bedeutet, dass wir immer weniger Korruption haben und wir brauchen halt eben nur bessere Überwachung bedeutet halt, dass wir dass die Korruption großflächig sein muss. Und es bedeutet nicht über Millionen oder hunderte Millionen oder Milliarden, sondern Überwachung bedeutet, dass immer größere Interessen immer mehr den Staat dominieren und schwieriger zu finden sind. Korruption um den korrupten Offizier Stadtverordneten zu finden, ist einfacher. Ist einfach, aber den großen Waffenhersteller anzugreifen, ist ganz schön schwierig. Wir haben versucht, die Situation ein bisschen zu visualisieren. Wir haben diese Grafik hier, diesen Graphen, wo wir auf der einen Seite Freiheit und Demokratie haben, auf der anderen Achse haben wir Zeit. Also ihr braucht euch jetzt noch nicht die Kugel zu geben, es gibt noch ein paar mehr Infos. Wir wissen nicht, wie lange, bis wir wirklich da den Endpunkt, den untersten Punkt erreichen. Wir wissen nicht, was danach passieren kommt. Wir wissen nur, dass es heruntergehen wird und wir wissen nicht, wie es dann wieder hochgehen wird. Und wir wissen auch nicht, wie tief das Tal ist, durch das wir durchschreiten werden. Aber wir sind ziemlich sicher, dass die rosigen Zeiten erstmal vorbei sind und es wird auch so bleiben für eine gewisse Zeit. In der Zeit, in die wir jetzt, die Welt, in die wir euch gerade dargelegt haben, ist es einfach nicht möglich, Revolution, nächste Woche, alles wird wieder top sein. Wir müssen also verstehen, dass die nächsten Dekaden eher grau werden als wunderschön werden. Aber das heißt trotzdem nicht, dass es nicht trotzdem erfüllende Dekaden sind für uns. Es ist nichts, worüber wir depressiv werden sollten. Und es ist einfach unsere Realität und es ist die Welt, in der wir leben. Und wir können diese Welt auch verändern, aber es kommt halt nicht vom Wunschdenken her, sondern wir müssen was dafür tun. Also lass uns ein paar Trends angucken. Terrorismus ist heute die Hauptursache, warum wir Menschenrechte einfach über den Haufen werfen. Ich erinnere mich, als ich ein Kind in den 70ern war und meine Eltern haben morgens das Radio angemacht haben, ob die Geiseln in einem Hospital oder in anderen Dingen befreit wurden. Es ging um Molukken, die also Geiseln genommen hatten. Viele Personen sind in den 60ern und 70ern in Europa an Terrorismus gestorben, wurden dadurch Opfer. Aber niemand hat darüber gesprochen, einfach die Menschenrechte wegzuwerfen. Warum? Es war einfach zu teuer. Ja, es war einfach verrückt, dass die DDR jeden Brief geöffnet hat. Und man hat gesagt, das ist einfach etwas, was nur ein Polizeistaat jeweils machen würde. Und wir haben das jetzt aber auch implementiert. Und einfach aus dem Grund, dass es billiger geworden ist. Der Fakt dahinter ist also, dass das Ganze nicht aufgrund der Prinzipien nicht durchgeführt wurde, sondern dass es einfach eine Kostenfrage war. Und wir können längerfristige Strategien erkennen. Die Vereinbarungen, die internationalen Verträge, die geschlossen werden, wie ACTA, CISA, die ganze Cybercrime-Vereinbarung, diese Verträge zementieren den momentanen ökonomischen Status quo, erhöhen die Überwachung und sie haben wirklich diese Strategie perfektioniert. Es gibt alle zwei, drei Jahre ein neues Abkommen und es geht eigentlich vor allem darum, die Leute niederzubringen, dass
dass die Leute einfach ermüdet werden. Und man guckt, wenn es heute nicht klappt, dann klappt es vielleicht nächstes Jahr. Und wenn man nicht die richtigen Leute, die von der richtigen Anzahl an Leuten zur richtigen Zeit immer mobilisieren kann, dann kommen diese Gesetze durch. Es gibt sehr viel notwendigen Aktivismus, der immer wieder sagt, oh, wir müssen jetzt sofort handeln, wir müssen jetzt eingreifen. Natürlich muss das passieren, aber es kann sein, dass das Ganze nicht genügend ist, dass es nicht ausreichend ist. Wir haben andere Leute, aber wir brauchen clevere und auch spaßige Strategien, um diesen Kampf zu kämpfen. Man nennt mich häufig einen Pessimisten, aber was vieles, was passiert in der Welt, ist tatsächlich echt interessant und auch sehr satirisch, aber auf eine satirische Art und Weise ist es auch sehr humorvoll. Man kann einfach nur sagen, oh mein Gott, das kann ja einfach nicht sein. Vieles ist einfach ganz stereotyp und wir müssen die Clowns sein, um die das den Leuten vorzeigen. Wenn dein Innenminister sagt, oh, ein Teil meiner Frage macht die Bevölkerung unsicher, wie ich versuche, die Bevölkerung verunsichern. Ein Teil meiner Antwort wird die Bevölkerung unsichern. Das soll natürlich wirklich dazu führen, dass die ganze Bevölkerung lacht. Also wir sollten dafür sorgen, dass sich alle darüber kaputt lachen. Aber wir müssen uns auch trauen, nach vorne zu gucken und uns zu träumen. Es gibt viele Strategien im Aktivismus. Wir sind hier, wir sind auf einem gewissen Level, wir wollen auf ein höheres Level erreichen und wir unterteilen das in Teile. Aber in Realität ist es so, dass wir natürlich in dem ganzen Fuck-up drin sind und von diesem Fuck-up zu einem besseren Ort kommen müssen und wir wissen nicht genau wie. Und wir nehmen an, dass wir nicht in dem Ort sind, in dem wir uns tatsächlich befinden, sondern wir gehen von einem ganz anderen Platz aus und manchmal gewinnen wir. Wir haben relativ wenige Strategien dafür, dass Personen, die wir mögen, an die Macht kommen. Wissen wir wirklich, welche Gesetze wir verabschiedet sehen möchten? Haben wir die Leute, die Gesetze schreiben? Haben wir so etwas wie ein Anti-Patriot Act in der Schublade? Wir müssen an ein paar von diesen Teilen arbeiten. Wir arbeiten an einer modernen Media-Initiative. Und wir wollen eigentlich daran arbeiten, dass wir ein paar Gesetze schreiben, die nicht nur Whistleblower, sondern auch Leute in den Medien schützen. Können wir herausfinden, welche Gesetze wir brauchen und wie wir sie in den verschiedenen Ländern implementieren können und dass es so eine Art Effekt gibt, dass sich diese Gesetze dann weiter verbreiten würden. Und wir müssen uns trauen, nach vorne zu schauen, die Zukunft zu sehen und nicht nur immer zu reagieren, sondern selber den ersten Schritt zu unternehmen. Viele Länder, viele Leute sind unzufrieden mit dem momentanen Status quo. Es gibt mehr linke Länder, wo zum Beispiel in Spanien, in Portugal, wo linke Parteien an der Regierung sind. Corbyn in den UK fällt sicherlich auch darunter. Und das sind alles Kräfte, die den momentanen Status quo, den wir angesprochen haben, angreifen oder zumindest in Frage stellen. In den USA gibt es interessanterweise, wir haben beide Trends, die passieren, also einen linken und einen rechten Trend, in einer sehr bizarren Medienlandschaft. Und es passieren tatsächlich die ganze Zeit Dinge. Eine der Dinge, die sich in den letzten 10 Jahren geändert haben, ist, dass sich Sachen sehr, sehr schnell ändern können. In Situationen haben wir gesehen, dass sich die Realität einfach sehr, sehr schnell ändern kann. Gucken wir uns auch einfach mal die Flüchtlingskrise an. Nur 1-2 Jahre zurück hätten wir uns kaum vorstellen können, dass was passiert ist in den letzten 24 Monaten tatsächlich passiert ist. Es gibt keine Sicherheit. Wir sehen, hier die Sachen bei uns in Deutschland sind gut. Unser Status hier wird immer mehr zur Ausnahme. Aber das heißt nicht, dass sich auch hier Sachen nicht schnell ändern könnten. Die Stabilität ist einfach vorbei, die Zeiten der Stabilität sind vorbei. Also diese plötzlichen Änderungen, diese plötzlichen Events, die einfach eintreten können, wie wir jetzt auch sehen in Polen oder in Ungarn, aber auch zum Teil auch in Frankreich, wo es jetzt repressive Regime gibt. Und wir können nicht garantieren, dass der Wandel immer nur sich zum Positiven hinwenden wird. Es hat sich der Druck auf die Bevölkerung hat sich erhöht.
Wir sehen, dass das Problem, dass die Probleme sich multiplizieren von zum Beispiel von Automatisierung und auf der einen Seite und auf der anderen Seite Menschen, die immer mehr, wie es so schön heißt, freigesetzt werden. Es gibt immer mehr Druck auf den Arbeitsmarkt, auch durch die Flüchtlingskrise. Und wir können vermutlich davon ausgehen, dass sich dadurch rechtspopulistische Meinungen durchsetzen, nicht durchsetzen werden, aber immer populärer werden. Wir müssen uns fragen, wie wollen wir uns dort positionieren? Wie positionieren wir uns als Hacker-Community in diesen Kämpfen? Wo engagieren wir uns? Bei welchen Kämpfen nehmen wir teil? Was sind die Mittel und was sind vor allem die Ziele, die wir anstreben? Die Welt heutzutage heute ist viel mehr, ist viel verbundener und wir benutzen Also die Komplexität ist die neue Norm. Es gibt keine einfachen Lösungen mehr. Die sind nicht einfach vorhanden, diese einfachen Lösungen. Und das werden wir auch nie wieder haben. Diese Zeit ist vorbei, dass es einfache Lösungen, einfache Antworten gab. Wir haben diesen Talk 2005 gemacht und in vielen Arten und Weisen war es sehr tabu. Der Kongress war sehr deprimiert für eine Weile und die Leute sind sehr traurig rumgeguckt und düster. Und damals und wie heute gab es einen Mythos in der progressiven Community, dass eine Story-Geschichte eine Happy End haben muss, wenn man viele Leute zusammenkriegen möchte, um für Veränderungen zu streiten, muss man ein Happy End präsentieren. Und das ist Bullshit. Problem ist mit dieser Message ist, dass man einen Disconnect schafft mit der Realität, die man sieht und mit der Realität, die immer schlimmer wird und der Welt mit der sie gesagt sind, alle heuern PR-Manager an und deren Job ist es, die Leute glücklicher und glücklicher zu machen und wir glauben diesen Menschen, wenn sie sagen, das muss alles glücklich werden und jetzt glaubt den Menschen, dass ihr ihr müsst den Leuten einfach glauben, dass es nicht nur schlecht, nicht nur gut sein muss alles. Das ist komplex zu beschreiben gerade, was er sagt. Machst du nochmal? Also wir sehen, dass der Polizeistaat sich einfach weiter durchsetzt und dass es einfach natürliche Ressourcen begrenzt sind. Und das ist natürlich 1972 der Club of Rome, der das gesagt hat. Insofern lasst uns nicht von dieser falschen Nachricht hier verarschen auf gut Deutsch, die uns immer wieder präsentiert wird. Die Frage ist also dann, was ist unsere Mission? Was sind die Sachen, die wir tatsächlich in Angriff nehmen sollten? Worauf sollten wir abzielen? Eine Sache ist sicher, dieser Planet ist wirklich eine Crime Scene, ein Tatort. Seit Dekaden haben wir klargemacht, dass wir nicht in einem 1984 Polizeistaat leben wollen. Wir haben es kommen sehen, aber es ist trotzdem so passiert. Und unsere Freunde aus der Industrie haben gerne da bereit gestanden, das Ganze zu übernehmen. Und wir lesen ihnen die Rechte vor, während wir es so gut verbessern können, wie nur möglich. Die Mächte, die die Welt erschaffen haben, wie sie heutzutage ist, ist nicht so, dass einfach nur Neid und Korruption der natürliche Zustand der Menschheit ist. Also die Leute, die dafür verantwortlich sind, haben Namen und Adressen. Wir wissen seit den 70er und 80er Jahren, wissen wir, dass wir Richtung planetarem Kollaps darauf zuschreiten und das Ganze im Interesse von Profiten. Und wir müssen also uns auch darum kümmern, die Beweise zu sichern dafür, um eine Verurteilung dieser Leute tatsächlich vorzunehmen. Hoffentlicherweise, bevor sie zu alt sind.
Es geht aber natürlich darum, dass die PA immer noch dafür sorgt, dass das Ganze profitabel ist. Aber wir müssen diese Beweise sichern. Also in den 80ern dachten wir, dass aller Veränderung, aller Wandel gut ist, weil die Welt irgendwie so ein bisschen eingefroren war an unseren Technologie- und Telekommunikationsbereichen besonders und aller Wandel ist gut und alle Veränderungen. Und jetzt müssen wir uns daran erinnern, dass nicht alle Veränderung schlecht ist. Wenn wir in einer Welt sind, die, in der wir denken, dass die nicht mehr besser sein kann, dann müsste der plötzliche Impuls sein, dass wir uns zurück auf Konservativismus zurückziehen müssen und dass wir versuchen müssen, nicht viel Veränderungen zu haben, weil Veränderung auch zum Guten sein kann. Und diese Abwesenheit von Stabilität ist die neue Norm und wir müssen daran arbeiten, dass positive Veränderung gemacht wird, und weil Veränderung selbst kann nicht mehr abgewandt werden. Und wir müssen Missionen definieren, für uns definieren, für uns selbst persönlich als auch im größeren Bild. Denkt an eine Welt, in der manche Sachen schlimmer werden, aber ihr könnt bedeutsame in einer Welt verändern, lebensrettenden Demokratie bewahrenden Art und Weise. Und es gibt auf sehr persönlicher Ebene Sachen, selbst wenn alle Welt Lügen erzählt werden. Und es wird immer wichtiger in unserer und in anderen Communities und in wichtigen Zeiten, schwierigen Zeiten kommen die Leute zusammen und ihr müsst an eure Freunde denken und Wissen und Erfahrung weitergeben und besonders wenn Sachen schwieriger werden und selbst wenn wir in der schlimmstmöglichen Zukunft enden, wenn Infrastruktur zusammenbricht, selbst wenn das passiert, wird der Hacker-Mindset, habe ich bisher vorher gesagt, ist eine Art und Weise zu denken, wie man sie auch in der Postapokalypse funktionieren kann. Würdet ihr nicht zu eurem Hackerspace rennen, wenn die Welt nicht plötzlich in Chaos versinkt? Und ich würde am liebsten, dass die Welt Ende Dezember untergeht, weil ihr seid die Menschen, mit denen ich am liebsten mich umgeben würde. Und ich möchte diese Community als dass sie eine Rolle hat. Und wenn, also ich möchte daran denken, dass ihr glauben, dass sie eine Rolle hat, wenn die Sachen schlimmer werden. Und viele haben diese Rollen angenommen. Ich bin gereist in ein paar osteuropäische Länder, Kroatien und Serbien und so, und habe mir so ein paar Flüchtlingssituationen mit eigenen Augen angeschaut. Und ich glaube, dass viele mehr von uns sollten da sein. Und ich denke, dass nicht nur ein Typ aus Zagreb da sein soll, der mit Wireless-Modems rumrennt, um die Leute da zu verbinden, sondern viel mehr so von uns sollten da sein und in diesen Situationen helfen. Und also haben wir the strategy of enlarging our culture, the hacking culture. Wir haben eine Strategie verfolgt, um unsere die Kultur zu hacken und von ihr habt bemerkt, dass zurück wenn im Michael der Bürgerhaus sah der Kongress ein bisschen scheiße aus und jetzt haben wir Künstler und aus Menschen aus verschiedenen Kulturdomänen als integraler Teil unserer Community. Und das ist essentiell eine der Sachen, die wir machen müssen. Und wenn ihr euch anschaut, die letzten 10 Jahre anschaut, wie das Zeug funktioniert hat, dann sind die Linien zwischen den Hackern, den Journalisten, den Künstlern und so weiter. Das ist wir haben da echt die Schnittmengen zusammengebracht und das ist echt eine tolle Sache. Und wir haben geschafft, unsere Kultur zum Florieren zu bringen von ein paar hundert Leuten bis jetzt haben wir 12 und von ein paar hundert Leuten sind wir gewachsen zu 12.000, würden wahrscheinlich 15.000 Tickets verkaufen können, wenn denen das Haus passieren würde. Und das ist natürlich Sache, die auch, muss man sich auch mal vor Augen halten. Also, wenn wir
wenn wir weitere Allianzen schließen wollen, formen möchten, um da erfolgreich zu sein, um den Trend zu stoppen, dass Menschen, dass die Leute die falschen Kämpfe wählen, die eher interessiert sind, die Heretiker in den eigenen Reihen zu bekämpfen, nur wegen den Wörtern, die man nicht mag, oder einfach anderen Sachen wichtig zu finden. Das sind also die falschen Kämpfe. Wir müssen uns auf die auf gemeinsame Ziele unterhalten und die vereinbaren, wie unsere Gesellschaft sein sollte, wie die Gesellschaft geformt werden soll und das Recht des Einzelnen. Wir sollten aktiv aufhören, wir sollten wirklich aufhören, uns gegenseitig zu bekämpfen. Wir sind nicht gegenseitig die Gegner. Diese kleinlichen Kämpfe sollten aufhören. Also der Gegner ist jemand ganz anderes. Wir haben ganz schön viele Menschen, wir haben wirklich einige Menschen gesehen, die wirklich nur den Heretiker suchen wollen und den dann als Hauptgegner genommen haben. Und sie haben wirklich einfach den eigentlichen Zweck verpasst. Denn wenn sie dann dieses eine kleine Problem gelöst haben, sehen sie natürlich größere Probleme. Und wir haben diese Entwicklung haben wir immer weiter gesehen. Wir haben es gesehen mit Tierrechten, Umweltschutzgeschichten, wo da keine Lösung gefunden wurde. Weil wir müssen natürlich sehen, dass die Probleme größer sind als nur auf der individuellen Ebene, wenn die nur auf der individuellen Ebene ausgetragen werden. Und das ist tatsächlich das Problem, das wir lösen müssen als Gemeinschaft, als Kultur und wirklich das große Bild im Hinterkopf zu behalten und uns nicht gegenseitig klein zu kriegen, gegenseitig zu bekämpfen und einfach immer wieder die gleichen Kämpfe zu führen, welches Betriebssystem das Beste ist, welche Linux-Distribution das Beste ist, welche Variante gendergerechter Sprache die Beste ist. Und das ist nicht der richtige Kampf. Wir müssen uns bewusst machen, dass der Geldaspekt und der sozioökonomische Aspekt sind einfach anders heutzutage, als die 20, 30 Jahre zuvor waren. Unsere Subkultur hat sich gechanged, unsere Community hat sich natürlich stark vergrößert und ist viel diverser geworden. Viele junge Personen haben nicht mehr die Stabilität, die wir früher hatten. Etablierte Programmierer haben normalerweise kein Problem, in der projektorientierten Wirtschaft sich zu stabilisieren. Leute aus anderen Feldern, die Künstler, die leben natürlich immer prekärer, die haben nicht diese Stabilität. Ihre Kulturen, da ist natürlich der Kampf viel größer um die ökonomischen, ja, einfach um das Einkommen, um das Geld, und wir müssen sie dabei unterstützen. Wir versuchen natürlich, dass die Einkommensverteilung in gewissen Modellen einfach besser ist, und Hackerspace sind nicht nur die neuen Universitäten, sie sind auch die neuen Kooperationen. Leute, die verschiedene Talente haben, kommen zusammen. Wir müssen wirklich uns darum kümmern, dass es mehr ökonomischen Impact Ganze hat, was wir hier machen. Und das auch mehr Bereiche als nur IT, sondern wir müssen auch um Agrikultur kommen, um andere Felder kümmern. Und jedes Feld braucht eigentlich einen eigenen Hackerspace, der sich um diese Angelegenheiten kümmert, nicht nur auf den engeren IT-Bezug. So, um zum Schluss zu kommen, wir bewegen uns Richtung wirklich harten Zeiten. Das kann man nicht verneinen, aber das heißt auch nicht, dass man kann gut surfen, wenn die Wellen höher sind. Also wir sollten dem Ganzen nicht defätistisch entgegenschauen. Manchmal
manchmal ist es allein überhaupt wichtig, und dass die Idee von Freiheit überhaupt hochgehalten wird. Und unsere Mission ist, wirklich die Flamme zu erhalten, die Flamme, die getragen wird, die Flamme der Freiheit, die Flamme der individuellen Rechten. Und dass es eine Gesellschaft gibt, die gerecht sein soll, die Freiheit haben soll. Wir können die Tools dafür bauen, dass politische Aktivisten überhaupt die Möglichkeit haben, politischen Wandel durchzuführen. Ja, guckt euch das an, was wir... guckt euch das Podcast-Universum als Beispiel an, das aus unserer Community kommt und jetzt natürlich sich ausgebreitet hat und ganz andere Leute erreicht, dass er so wirklich gewachsen ist. Guckt euch das Open Source, die freie Software-Bewegung an. Das sind wirklich die Programme, die sich positiven Effekt gehabt haben. Und wir sollten uns also darauf positiv beziehen und das weiterentwickeln. Also nein, es gibt tatsächlich nicht die Möglichkeit, dass wir nächsten Freitag die Revolution sehen werden. Aber auch keine Zombie-Apocalypse. Wir müssen einfach bereit sein für wirklich weitreichenden und schnellen Wandel. Die einzige Möglichkeit, sich darauf einzustellen als Gemeinschaft, ist wirklich, sich die langfristige Entwicklerperspektive anzueignen und Infrastruktur zu etablieren, zu bauen. Und etwas, was wir nicht nur was wir als Hobby nur betreiben, sondern das ist etwas, was wir tatsächlich im großen Maßstab auch portieren. Wir müssen den Bewohnern einen Glauben zurückgeben, dass sie einen Zweck haben, in dieser Welt zu leben. Und wir brauchen wirklich eine tragbare Alternative zu diesem jetzigen Status quo. Vielen Dank. So, das war die Übersetzung.